Okay. Das ist mein erstes Video von meiner Suntracker, also von meinem selbstgebauten. Ich hoffe, ich kann ein paar Sachen erklären. Ich habe der ist zweiaxial, also beide Winkel. Einmal hier verstellt sich der Winkel. Und einmal die Drehung. Hier realisiert über den zweiten Motor. Ist halt mein Testaufbau. Hier meine Verschaltung zum Steuern des Drehen. Alles über Sensoren. Sensoren befinden sich da oben. Das sind Fotodioden. Diese Fotodioden, kann man von vorne besser sehen, sind da oben. Mal ranzoomen. Na. Die haben da einen Schattenwerfer, diese Platte. Sind jeweils immer zwei Fotodioden. Die lassen, umso heller es ist, mehr Strom drüber. Und wenn der Winkel nicht passt, wirft die Platte einen Schatten auf die zweite Fotodiode. Und die lässt dann nicht so viel Strom drüber als die, was voll in der Sonne ist. Dann weiß der Tracker, er muss ein bisschen sich nachstellen in die Richtung. Das habe ich hier mit einer SBS realisiert. Das ist der teuerste Bauteil hier. Kostet fast 100 Euro, 95. Also, der kann man halt. Ah, jetzt fährt er gerade. Viele Blödsinn machen. Das sieht mein Programm so aus. Kann man mit dem Laptop programmieren. Es gibt auch welche mit Display, da kann man es per Hand reinmachen, aber ist etwas schwieriger. Ja, das Programm kann ich immer anpassen, wenn mir irgendwas auffällt, dass etwas nicht so hinhaut, wie es soll. An die SBS, die schaltet dann hier diese Relais, weil ich muss, das sind Gleichstrommotoren, Scheibenwischermotoren. Und ich muss ja die Spannung umdrehen. Und deswegen, die SBS hat aber nur einpolige Kontakte und ich brauche zweipolige. Deswegen habe ich da diese Relais verwendet. Diese Relais drehen wir nachher den Strom um. Das sind einfach nur die Ausgänge von der SBS auf die Relais übergeführt. Dann die Relais schalten wir nachher die Motoren. Ich kann das mal per Hand demonstrieren. Ich kann es ja auch per Hand. Jetzt drehe ich das Ganze links. Die Verkabelung schaut so kompliziert aus, weil ihr habt alle Stromkreise gegenseitig verriegelt. Das heißt, dass kein Kurzschluss möglich ist, auch wenn ein Relais versagt. So, das Knacksen war nur, weil die hohe Kettenspannung hier. Habe ich da vom Fahrrad die Zahngrenze und Kette genommen. Dann das Ganze ist hier auf der Schraube, hier zu sehen, gelagert. Das ist nicht gelagert, also man kann es drehen, damit auf der Seite die Feder die Kette spannt. Siehst, jetzt dreht das wieder zurück in die Position von alleine, weil ich es verstellt habe. Okay, jetzt knarrt ziemlich stark. Ist nicht immer so. Ich habe hier noch
Vorher hatte ich da Endschalter. Die habe ich aber gemerkt, dass sie also irgendwie versagten über den Winter, dass sie vereisten und so. Und ja, habe die halt ausgetauscht gegen induktive Sensoren. Endschalter vorher hat 7 Euro gekostet, die kosten jetzt 14 Euro. Ist jetzt auch nicht so. Sind berührungslos, ich kann das mal demonstrieren. Siehst, da geht ein Lämpchen jetzt an. Wenn ich ein Metallstück drunter halte. Die begrenzen mir, dass er nicht 360 Grad im Kreis fährt, sondern weiß, wo er stehen bleiben muss. Damit nicht das Kabel da unten abreißt. So, hier habe ich noch die Endschalter. Hier funktionieren sie interessanterweise. Ohne Probleme. Das ist sozusagen ein Wagenheber für den Winkel zum Verstellen von Mercedes. Die haben immer solche. Da war früher die Kurbel. Ist abgeschnitten und jetzt mit einem Pressluftschlauch verbunden. Ja, der Scheibenwischermotor. Das läuft schon ein Jahr. Ein bisschen sieht man wohl, dass er sich verformt hat, aber vielleicht muss man vielleicht alle 3 Jahre austauschen oder so. Mal schauen. Hier hinten habe ich das ja auch so gemacht. War einfach wie die billigste Variante. Es zu verbinden. Dann, ja, ein 12-Volt-Netzteil habe ich hier auch noch. Steht der. Schön. Made in China. Kostet 17 Euro. Bringt 17 Ampere. Ja, das Kabel wird noch geändert. Das ist jetzt nur, da war es so, es kommt noch ein Überspannungsableiter und dann passe ich das Kabel schön an. Hier habe ich halt das Netzteil für die SPS und die induktiven Sensoren. Die SPS würde auch mit 12 Volt funktionieren, aber weil ich die induktiven Sensoren jetzt genommen habe, musste ich ein 24 Volt Netzteil nehmen. Es war mir billiger als 12 Volt induktive Sensoren. Ja, dann für oben die Fotodioden, die kosten 70 Cent das Stück, sind 4 Stück drin. Muss man leider 0 bis 10 Volt ein Netzteil nehmen, weil die SBRTS hat analoge Eingänge, die gehen nur von 0 bis 10 Volt und ja, da misst er nachher, wie viel Spannung drauf kommt bei jeweiligen und dann schaltet er die Relais, dass er nachfährt. In der Nacht fährt er um 9 Uhr wieder zurück auf die Ostparkposition und wartet, bis in der Früh wieder die Sonne kommt. Tja, das war jetzt meine Soundtrack-Anlage, meine selbstgebaute. Da einige Teile, etwas noch, einige Teile haben irgendwie so perfekt reingepasst. Dieses große Teil ist da noch mit dieser Quelle alles. Es ist ein Stück, das habe ich so gefunden auf dem Schrottplatz. Und ja, irgendwie passte das alles zusammen. Die Löcher habe ich nicht gebohrt, die waren schon da drin, so wie da dieser Haken und da oben war auch ein Loch drin, das hat sich dann irgendwie zusammengefügt von alleine. Man muss ein bisschen erfinderisch sein. Es gibt sicher bessere Varianten, wie man das bauen kann. Ja. Dann habe ich hier, genau, das wollte ich noch erwähnen, eine Vorrichtung, dieses Metall hier. Wenn ein sehr starker Wind ist und extrem stark und mir die Kette unten runterfällt oder reißt, dann würde sich ja das frei bewegen. Und es bewegt sich so weit frei, bis da hinten ist ein bisschen reingesägt, fällt diese Platte rein und blockiert mir das. Nur ist das schon einmal passiert und der Wind war so stark, dass er da dieses 8 mm dickes Eisen ein bisschen verbogen hat. Das muss ich auch wieder nachbessern und verstärken.
man kommt so langsam drauf, was alles noch verbessert werden muss, aber es ist halt ein bisschen Bastlerei. Also gut. Das war's dann. Falls jemand Fragen hat oder so, in den Kommentaren unten.